Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns die neue Single von Sigun an, nennt sich Kein Respekt. Und ohne große Worte zu verlieren, gehen wir straight in das Video. Let's go! Wavy Kane. Aus meinem Haus und mach paar Schritte. Sie ziehen sich Nasen, doch sie schnurren nach ner Kippe. Ich nehm mir alles, was ich will, ich sag nicht bitte. Quinde ist auf Weg, ich sag, ich treff dich in der Mitte. Die Bitch, die schreit mir, dass sie meine Lieder mag. Und ihr schreit dann dauernd Gang, doch ihr wart nie am Start. Let's go, baby. Let's fucking go. Ja, Sigun wirklich mit eins der besten Trap-Alben dieses Jahres, wenn nicht sogar mit eins der besten Alben so aus der Newcomer-Szene generell dieses Jahres, meiner Meinung nach. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mit mir da übereinstimmt, beziehungsweise welches euer Lieblings-Trap-Album dieses Jahres war. Schreibt es mal kurz in die Kommentare. Ich fand Casanova aus der Trap war sehr, sehr krank. Die Deluxe war sehr wichtig, auch sehr, sehr gut und, Digga, Sigun hat krank abgerissen dieses Jahr. Und vielleicht liege ich früh im Sarg. Ich trinke seit über 90 Tagen eine 4 am Tag. Wieder mal 20 Flaschen Cody weg. Gib mir selber eine 2 und schreib darüber einen Track. Bin mit Blockers in der Trap und meine Brüder rauchen Mac. Doch was ich selber in die Tüten tu, ist wack. Es ist Dreck, wie der Sohn von deiner Mutter. Redest von Respekt, doch. Und ich sag euch immer, ja, ich sag euch immer, wenn man so ekligen Trap-Sound macht, ja, man muss respektlos sein. Und der Song heißt Kein Respekt. Und genau das macht er. Gibt niemandem Respekt, so schön eklig. Für Euros weich wie Butter. Jeden Tag auf Tab kommt von der Scheiße nicht mehr runter. Doch ist nicht mal das, was für mich leider nicht gesund war. Viel Geld in meiner Tasche, doch die Seele ist vernarbt. Ich tick weiter Flaschen, bis sie sehen, was ich mach. Gym mit weißer Asche, auf 10G an einem Tag. Kein Respekt vor dir und deinen Jungs oder dem Staat. Viel Geld in meiner Tasche, doch die Seele ist vernarbt. Ich tick weiter Flaschen, bis sie sehen, was ich mach. Gym mit weißer Asche, auf 10G an einem Tag. Kein Respekt vor dir und deinen Jungs oder dem Staat. Leben in einer Welt, wo der Recht hat, Therapie bekommt. Beschmücken sich mit Straße, werden käuflich für ein Liebessong. Ich baller 100. Wie fandet ihr die Hook? Ich find's geil, es ist so ein bisschen so dieses Autotune, was so ein bisschen so wirklich auf Max geschaltet ist, wo man so denkt, so, wo man früher gedacht hat, so, was ist denn das? So, aber hier kommt es irgendwie geil, es passt so zu diesem dreckigen Sound. Das Label wollte doch nur 7 Songs. Immer weiter, was ich wirklich brauche, werde ich nie bekommen. Ja, und sie fragen, ob ich Straße rappe. Ich sag normal, weil wir mit Bomben hier die Nasen brechen. Sie sind verwirrt, weil ich so selten von der Lage spreche. Die schnellen Euros halten warm, so wie eine Tagesdecke. Ja, wie wir Gesetze schon seit Jahren brechen. Und weil die. Ey, und big shoutout an Wavy Kane. Wirklich ein sehr, sehr nicer Beat, ja. Wie das nochmal so reinkommt, dieses. Leute, hier Respekt an deiner Armut messen. Entweder will ich fettes Steak oder halt gar nichts essen. Auf 2 Tage wach mit Wummel in den Laden preschen. Ich sitz mit 100 Dingern im Toyota. Ich hab so viel Codein in meinem Soda. Er tut mir leid, denn er hat angebissen. Ich hab meinen Kunden wieder um 10 Gramm beschissen. Viel Geld in meiner Tasche, doch die Seele ist vernarbt. Ich tick weiter Flaschen, bis sie sehen, was ich mach. Ich sag ehrlich, ich glaube, der Song wäre auch geil gekommen ohne Hook. Wenn er wirklich einfach, also wenn er den Hook quasi weggelassen hätte und einfach diesen beiden Parts so straight durchgerappt hätte. Mit weißer Asche auf 10G an einem Tag. Kein Respekt vor dir und deinen Jungs oder dem Staat. Viel Geld in meiner Tasche, doch die Seele ist vernarbt. Ich tick weiter Flaschen, bis sie sehen, was ich mach. Gym mit weißer Asche auf 10G an einem Tag. Kein Respekt vor dir und deinen Jungs oder dem Staat. And I'm rolling off that Percocet. Pass another one, cause I don't think it's working yet. My nigga got a smoking on that Zaza. I'm really thuggin', boxin' nigga out his Prada. Ich renn es hoch, doch hab mein. Ich muss sagen, fand ich nicht so geil, dieses kurze Englische. Aber auf diesem anderen Track mit diesem, der letztens kam mit Locke und diesem, ich weiß nicht, ich glaube Ami oder so. Letzte Woche, glaube ich. Da Sigun auf Englisch. Hart, ja. Er ist wirklich der eine, wo ich denke, so, Amis würden mit ihm ficken, so. Eingebrochen. Oh, kommt der Hurensohn nicht raus, wird bei ihm eingebrochen.
harter Song. Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte? Schreibt es hier unten in die Kommentare, wie euch der Song gefallen hat, wie euch das Video gefallen hat, was ihr generell von Sigun haltet. Und ich würde sagen, ansonsten folgt mir auf Instagram, liked dieses Video, abonniert den YouTube-Kanal. Folgt mir auf Twitch, jeden Montag, Deutschrap Newcomer Livestream auf Twitch. Und da könnt ihr Songs einreichen auf Instagram. Na, ich wiederhole mich. Ihr wisst doch, wie es läuft. Leute, ihr wisst doch, wie es läuft. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.